CSU-Fraktion der nächste Redner. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Kollegin Wilms, bei ein paar Punkten kann man ja durchaus in die Diskussion gehen, aber ich glaube, 80% der Rede hat Ihnen der Klabautermann geschrieben. Und ich habe jedenfalls gedacht, die Stimmung jedenfalls war, der Stimmung war es jedenfalls zuträglich. Liebe Kollegen, Navigare necesse est, das ist der Leitspruch der Hanse und der gilt noch heute. Schiffe bauen, Waren transportieren, Menschen transportieren, Ozeane, Kontinente erkunden, Fischfang, Rohstoffe, erneuerbare Energie, all das gehört zur maritimen Wirtschaft heute dazu. Und das wirkt nicht nur an den Küsten, das wirkt bis tief ins Hinterland, das wirkt in die ganze Welt. Und deshalb hat unsere deutsche maritime Wirtschaft eine solch große gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Und deshalb liegt dieser sehr umfangreiche Antrag der CDU-CSU-geführten Koalition Ihnen heute auch vor. Und an dieser Stelle möchte ich besonderen Dank an Rüdiger Kruse und diejenigen richten, die daran mitgewirkt haben. Und ja, Herr Behrens, da sind 78 Punkte drin, die waren richtig fleißig. Wir bekräftigen noch einmal das Engagement der Bundesregierung auf dem Weg zur Umsetzung der maritimen Agenda 2025. Schätzungen gehen von einem jährlichen Umsatzvolumen in der maritimen Branche von etwa 50 Milliarden Euro aus, bei etwa geschätzt 400.000 Arbeitsplätzen, die direkt oder indirekt in der maritimen Branche angesiedelt sind. Auch die Bedeutung für den Außenhandel ist enorm. Etwa 60% der Warenexporte und ein Großteil der Rohstoffexporte gehen über den Seenwasserweg, und bei überseeischen Transporten sind es sogar 90%. Unsere maritime Wirtschaft, die See- und Binnenschifffahrt, der Schiffbau, sie sind alle aufs Engste mit der Entwicklung des Welthandels und der Logistikwirtschaft verbunden. Und auch das zeigt die besondere Stellung der maritimen Branche. Wir sind in diesem Bereich, wie wahrscheinlich in keiner anderen Branche, auch von den globalen Ereignissen, von Veränderungen, Konjunkturschwankungen abhängig. Und das ist auch der Grund, warum sich die Bundesregierung und auch die Koalitionsfraktionen die ganze Legislaturperiode über vehement damit beschäftigt haben, eben dieser Branche auch ihre Unterstützung zu geben, die sie braucht. An den norddeutschen Küsten, so auch in meinem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, auch in meinem Wahlkreis Rostock, sind Häfen die Logistikdrehscheibe und auch der Wachstumsmotor für eine brummende Wirtschaft insgesamt. Wir haben die Voraussetzungen zur Neuauflage des Förderprogramms Innovative Seehafentechnologien beim Bundesverkehrsministerium neu geschaffen. Auch die Gesamtsituation der Werften hat sich glücklicherweise stabilisiert. Innovation wie Forschung und Entwicklung sind dabei der Schlüssel. Unsere gute Ausbildung, unsere Innovationskraft und die jahrelange feste politische Begleitung und auch der feste Wille, unsere Werftstandorte durch alle Tiefen zu begleiten und zu erhalten, hat heute dazu geführt, dass die Auftragsbücher wieder voll sind, und das erhält Arbeitsplätze. Forschung und Innovation schafft einen Markt, aber braucht auch einen Markt und braucht Aufträge. Und deshalb gilt ein Teil unserer Aufmerksamkeit auch dem militärischen Teil der maritimen Industrie. Unsere deutsche Marine und unser Schiffbau ist eine Kernkompetenz der nationalen Verteidigung. Neben den Aufträgen aus der Marine trägt insbesondere der Boom im Kreuzfahrttourismus zu einem Aufwuchs in der Branche bei. Gerade in diesen beiden Bereichen des Werftbaus hat Deutschland höchste Technologie, erstklassige Qualität, hervorragende Fachkräfte zu bieten. Und das Beispiel Mitsubishi zeigt, wie man sich auch verheben kann. Technologisch zwar im Griff, aber wirtschaftlich völlig versenkt. Das können wir besser. Auch im Spezialschiffbau, in der Tiefseetechnologie oder auch bei Offshore-Produkten sind wir quantitativ und technologisch führend. Das wollen wir erhalten. Deshalb haben wir die Innovationsförderung im vergangenen Jahr im Bereich Schiffbau und Meerestechnik vorangetrieben und den Mittelansatz um 10 Millionen erhöht. Das stärkt die technologische Entwicklung unserer Werften und der Zulieferer. Das ist unsere Kontinuität. Ich habe auch im konkreten Umsetzen des Bundesverkehrswegeplans einige Punkte gesehen, die wir im Blick haben sollten und auch dürfen. Es ist generell so, dass Bund und Länder gemeinsam eine engere Kooperation, gerade auch in der Planung, wirksam werden lassen müssen. Das gilt insbesondere auch für das notwendige Personal. Im Bereich der Wasserstraßen ist beispielsweise auch in Rostock die Seekanalvertiefung mit der notwendigen Tiefe von 16,50 Meter Priorität im vordringlichen Bedarf geworden. Auch die Fahrrinnenvertiefung in Wismar ist bestätigt. Herzlichen Dank an alle, auch an die Haushälter, die dazu beigetragen haben. Im Zusammenhang mit dem nationalen Hafenkonzept haben wir ein 350 Millionen Euro schweres Ausbauprogramm in die Schienenanbindungen aufgelegt. Das
zeigt, dass ein Abschluss dieser Maßnahmen auch ein Bekenntnis des Bundes zum weiterhin wichtigen Teil des kombinierten Ladungsverkehrs ist. Das stärkt unsere Fährstandorte. Die Häfen als Jobmotor fördern wir mit einer gezielten Qualifizierung von zusätzlichen 1.000 Facharbeitern. Wir unterstützen die Digitalisierung der Hafenwirtschaft durch ein Programm für innovative Verkehrstechnologien. Wir denken bereits heute daran, das Förderprogramm innovativer Hafentechnologien über das Jahr 2020 hinaus zu verlängern. Auch das ist Teil unseres Antrages. Auch das ist Kontinuität. Im Rahmen der Fortschreibung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie und im Bereich der Förderung der alternativen Kraftstoffe haben wir den Ansatz um 8 Millionen Euro erhöht. Weitere 6 Millionen Euro gehen in den Aufbau einer Tank- und Ladeinfrastruktur im Bereich der alternativen Kraftstoffe und auch in den prioritären Aufbau, Frau Wilms, Sie haben es angesprochen, der LNG-Hafeninfrastrukturen an unseren Nord- und Ostseehäfen. Auch die vom Bund in Auftrag gegebenen Schiffe werden auf LNG umgestellt. Das hat Vorbildcharakter und das ist auch das, was unsere maritime Politik auszeichnet. Wir reden nicht nur von Technologieoffenheit, wir schreiben sie fest, wie auch hier in diesem Antrag. Denn es sollen auch weitere Optionen für umweltfreundliche Antriebe geprüft werden, unterstützt werden, insbesondere auch Elektroantriebe. Aber auch den Wasserstoff halte ich für eine sehr interessante Option für die Zukunft der Schifffahrt. Zuletzt möchte ich noch kurz den zunehmend wichtigen Bereich der Hafen- und Schiffssicherheit ansprechen. Auch in den Segmenten der Terrorabwehr, der Sicherheit der Seewege, der Arbeitssicherheit der Crews, des Umweltschutzes, aber auch beim Kampf gegen Schmugglerei, Piraterie und Menschenschiebereien trägt Forschung und Entwicklung in der maritimen Branche einen erheblichen globalen Anteil an Verbesserungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Schluss. Die maritime Wirtschaft steht in der Wahrnehmung immer ein wenig im Schatten des Automobilbaus. Da gehört sie definitiv nicht hin. Der Schiffbau, die Schifffahrt hat schon vor tausenden Jahren Massen bewegt und große Entfernungen überwunden und das mit erneuerbarer Energie als Antrieb. Da muss der Automobil- und Flugzeugbauer erstmal noch hinkommen. Und der Schiffbau wieder. Stimmen Sie mit uns für diesen Antrag. Stärken Sie so die deutsche maritime Wirtschaft, nicht nur, weil sie es braucht, sondern weil sie es verdient. Herzlichen Dank. Das Wort erhält nun der Kollege Johann Saathoff.